Denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 1. Oktober, und ich begrüße wie immer alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, endlich wieder einen Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Medienwissenschaftler und Sachbuchautor Wilhelm Domke-Schulz. Schönen guten Morgen, Herr Domke-Schulz. Morgen, Herr von Witzleben. Und wie immer mit dabei aus der Zarenstadt St. Petersburg mir zugeschaltet, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl. Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, lieber Herr Domke-Schulz. Guten Morgen, Frau Dr. Kneißl. Ich freue mich, mit Ihnen beiden hier heute die geopolitischen Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und lassen Sie uns auch gleich einsteigen, denn zu Beginn der Woche am 26.09. hat sich der Terroranschlag auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream zum ersten Mal gejährt. Die Sprengung der Pipeline stellt den schwersten Angriff auf die Energieinfrastruktur Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Der Terroranschlag ist bis heute nicht aufgeklärt. Ein sichtbarer Wille zur Aufklärung ist auch seitens der Bundesregierung nicht wirklich erkennbar. In einem Tweet zum Jahrestag des Terroranschlags weist der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, auf die offenkundigen Defizite in den Ermittlungen hin. Es liegen auch nach einem Jahr keine greifbaren Ergebnisse vor. Netschajew hebt zudem die mangelnde Kooperationsbereitschaft Deutschlands hervor. Er schreibt, ich zitiere ihn einmal, auf offizielle Ersuchen wird formal oder mit Schweigen reagiert. Kooperationsangebote werden ausgeschlagen, genauso wie Mahnungen zur größtmöglichen Transparenz der Ermittlungen. All das löst extremst ernste Besorgnis auf und wirft Fragen nach Objektivität und Unvoreingenommenheit der laufenden Untersuchungen auf. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf die Sprengung vor einem Jahr zurück und teilen Sie diese etwas pessimistische Einschätzung des russischen Botschafters in Deutschland? Ja, es ist an sich in diesem Jahr so gut wie nichts passiert, was Indizienfeststellung, Beweiswürdigung, Untersuchungen anbelangt. Alles, was wir haben, sind zwei sehr gegensätzliche Hypothesen, weil sie konnten auch nicht bewiesen werden, sie sind eigentlich nicht wirklich Thesen. Die eine ist die viel zitierte des US-Publizisten Simon Hirsch, der im Dezember letzten Jahres aufgrund von Informationen, die er aus Informantenkreisen in den USA bezog, folgende Sachverhaltsdarstellung hatte. Es waren Angehörige der US-Marine, die in Kooperation mit ihren norwegischen Kollegen im Hoheitsgewässer Schwedens diese Bomben montierten, wahrscheinlich während eines NATO-Manövers, das im Juni letzten Jahres stattfand. Darauf reagierte weder die deutsche Bundesregierung noch, was ich besonders interessant und fragwürdig finde, die Firmen, die das Konsortium stellen. Also neben Gazprom waren es ja rund 7-8 Firmen, darunter Deutsche Wintershall, die österreichische OMV teilstaatlich, aber auch Royal Dutch Shell, also ein niederländisch-britischer Konzern. Das heißt, all diese Firmen sollten ja in irgendeiner Weise reagieren, was Schadenersatzforderungen anbelangt, weil es wurde ihre Infrastruktur zerstört und es sind ja Schäden für die Firmen entstanden, nicht jetzt unmittelbar Schäden für den deutschen Staat oder für den deutschen Steuerzahler, wenn man das jetzt wirklich am Wort Schadenersatz festmachen will, weil diese erweiterte Pipeline wurde ja mit Geldern von diesen Unternehmen erstellt. Das ist der eine Sachverhalt. Und der andere, der dann einige Monate später auftauchte, wir erinnern uns, ich fühlte mich damals regelrecht gefoppt und diese
diese Variante existierte bis heute. Es sei eine Segeljacht losgestartet mit einer Gruppe von sehr engagierten Ukrainern, die also aus persönlichem Engagement und Enthusiasmus die Pipeline zerstört hätten. Das ist die zweite Variante, die dann interessanterweise ja sehr, sehr stark durch die Medien geisterte und alle setzten sich damit auseinander, während die Seymour Hersh-Variante eigentlich die europäischen und die nordamerikanischen Medien kaum interessierte. Das ist der Stand der Dinge. Es fand auf Initiative der russischen Delegation beim UNO-Sicherheitsrat eine Sitzung dazu am vergangenen Dienstag statt, mit nochmaligen Erinnerungen an bestimmte Fakten. Aber das war es auch schon, weil weder wurde etwas rechtlich gestartet, noch ein Jahr später ist es auch sehr, sehr schwierig, hier wirklich jetzt noch Beweiswürdigung zu machen. Also daher, um Ihre Eingangsfrage zu beantworten, ja, ich stimme der ernüchternden Feststellung des russischen Botschafters in Deutschland zu. Ja, und pünktlich jetzt zum ersten Jahrestag hat Seymour Hersh in einem weiteren Artikel nochmal nachgelegt. In seinem neuen Text, der auf Substack erschienen ist, geht es um die Vorgeschichte und den Ablauf der Terrorakte, aber auch nochmal um die Rolle des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Er schreibt dabei, einige Mitglieder des CIA-Teams waren damals und jetzt der Ansicht, dass der deutsche Regierungschef volle Kenntnis von den geheimen Planungen hatte, die in Arbeit waren, um die Pipelines zu zerstören. Herr Dumke-Schulz, wenn diese Anschuldigungen tatsächlich zutreffen sollten, dann wäre das Landesverrat und müsste den sofortigen Rücktritt des deutschen Bundeskanzlers zur Folge haben. Sehe ich das richtig? Ja, es gibt ja verschiedene Aspekte, also zum Beispiel auch diesen Hochverratsparagrafen und verschiedene andere Sachen, denn den Eid, den die einzelnen Minister und die Bundesregierung leisten, den Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und verschiedene rechtliche Aspekte. Natürlich bewegen wir uns da in einem Raum, der spekulativ ist, weil es gibt ja keine Beweislage. Also was wurde von wem gewusst, wer hat was getan? Also wir können ja da praktisch nur spekulieren. Aber also ich gehe mal so in meine Geschichte zurück. Die ursprüngliche Ausbildung ist ja Film- und Fernsehwissenschaftler. Das fußt wieder auf dem ersten Dramaturgen der Welt, auf Aristoteles, der die Poetik geschrieben hat. Und da ist ein wichtiges Wort, was für die Theaterwissenschaft wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist eine Handlung, die stattfindet, die Motive, die dazu gehören, das ist ja in der Kriminalistik ja auch nicht anders, dass man erstmal guckt, wo sind die Motive, wer könnte der Täter sein. Und wenn ich mir ansehe, wie die Politik der letzten Jahre, gerade der letzten Jahrzehnte, auch seit dem Anschluss der DDR hier abgelaufen ist in Neugroßdeutschland, wenn man es mal so bezeichnen will, ist ja immer Russland feindlicher geworden, immer russophober geworden, was ja Auswirkungen auf Wirtschaft, diplomatische Beziehungen und sonst dergleichen hatte. Das heißt, die erklärte Politik dieser Regierung, die wir jetzt haben, ist ja eine Abkopplung von Russland, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das heißt, insofern ist ja die Sprengung der Pipelines entspricht ja eigentlich eben politisch-wirtschaftlichen Ziel der Regierung. Also insofern ist es ja nicht, wie soll ich sagen, aus der Luft gegriffen oder völlig unwahrscheinlich, dass die irgendwie nichts damit zu tun haben könnten, sondern eher ganz im Gegenteil. Und wenn man sich so an die Sprüche erinnert, die sind mir ja auch über die Vergangenheit so überliefert, wenn der Führer wüsste, wenn der Kaiser wüsste, wenn Erich Honecker wüsste, das war ja eigentlich immer genau das Gegenteil der Fall, oder wenn Stalin wüsste, sondern die an der Macht sind, insbesondere eben die Bundeskanzler in ihrer Abfolge, sind ja, davon kann man ausgehen, die bestinformiertesten Personen im Land. Ja, die haben die Geheimdienstinformationen, haben wirtschaftliche Informationen, die verfügen über Informationen, die wir in den Massenmedien weder hören noch sehen noch lesen werden. Und insofern, wenn dennoch der politische Wille dazu kommt,
sich unbedingt wirtschaftlich von Russland abkoppeln zu wollen und Russland den größtmöglichen Schaden zuzufügen, ist es absolut unwahrscheinlich, dass in dieser Regierung niemand Bescheid wusste oder vielleicht auch nicht im Vorfeld Bescheid wusste. Insofern stellt sich wirklich die Frage nach Verrat. Da gab es ja übrigens auch einen interessanten Artikel von Dagmar Hennen jetzt bei RTL, die sich darüber geschrieben hat, über diesen Verratsvorwurf, und den halte ich aus meiner Sicht für sehr wahrscheinlich. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob das irgendwann mal aufgeklärt, die Konsequenzen gezogen und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Frau Kneißl, wie sehen Sie das, wenn sich das tatsächlich als wahr herausstellen würde, dass Olaf Scholz da mit integriert war, davon wusste, von den Plänen der CIA? Das wäre Landesverrat, oder? Stimmen Sie dem zu? Harter Tobak. Und ich habe mit Interesse den Ausführungen von Herrn Domke Schulz gelauscht, weil in gewisser Weise ja nichts Neues unter der Sonne, ja. Das ist sozusagen den Sukkus, den man aus dem Ganzen ziehen kann. Und er hat den Begriff dieser Wahrscheinlichkeit genommen, der fürs Theater in der Antike schon eine Rolle spielte. Und wir kennen ja diese Redewendung aus dem Englischen, highly likely. Ja. Also das kam bei Skripal, das kam bei diesen diversen Novichok-Fällen immer wieder hoch. Und wir hören das regelmäßig fast im Tagesrhythmus von britischer Seite, weil es werden ja sehr, sehr gerne in deutschen Medien britische Geheimdienstquellen in einem vorzitiert, als wären die sozusagen die neuen Nachrichtenagenturen. Und da kommt fast ständig dieser Begriff des highly likely vor. Das heißt, ich stimme hier Herrn Domke Schulz vollkommen zu. Wir bewegen uns im Spekulativen. Ich getraue mich nicht zu sagen, ja, so ist es ja. Also jetzt Ihre Hypothese, Ihre Annahme vorausgesetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz war vorinformiert oder wurde zur Kenntnisnahme nachinformiert. Ja, ich glaube, es ist eher so abgelaufen, wenn es so ablief. Und er hat es zur Kenntnis genommen und er hat dazu nicht Stellung genommen. Ich kann oder ich will, sagen wir mal so, ich will mir nicht vorstellen, dass der deutsche Bundeskanzler vorab informiert wurde. Ich kann mir vorstellen, dass der deutsche Bundeskanzler, das Kanzleramt, vielleicht auch ein hochrangiger Mitarbeiter im Vorfeld informiert war, der Kommunikationsfluss nach oben nicht ganz klar ablief. Solche Dinge passieren dauernd. Hochverrat ist harter Tobak, ja. Und ich möchte mit diesem Wort nicht so leicht, willkürlich fahrlässig umgehen, weil auch mir als Karin Kneißl wird von der österreichischen Öffentlichkeit Hochverrat vorgeworfen, weil ich beispielsweise jetzt mit einer staatlichen Universität in Russland zusammenarbeite. Das ist aus österreichischer Sicht für viele Kreise, Diplomatenkreise, wie Juristenkreise bereits, erfüllt das den Straftatbestand Hochverrat. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich kann mir vorstellen, dass er nach dieser Operation informiert wurde. Ich will mir nicht vorstellen können, dass er vorab informiert war. Ja, oder dass ein solches Szenario in einer Kanzleramtsmorgenbesprechung mal durchexerziert wurde. Das kann und will ich mir nicht vorstellen. Was aber erstaunt, ja, und das macht jeden stutzig, der ein bisschen sozusagen hier seine Logik einsetzt, ist, warum hat beispielsweise Schweden, das de jure immer noch ein neutraler Staat ist, Schweden ist noch nicht Teil des NATO-Bündnisses, dieser Sabotageakt, dieser Terroranschlag, wie immer man ihn qualifiziert, fand in Hoheitsgewässern Schwedens statt, ja. Also es hätte ja auch hier von schwedischer Seite von Amts wegen sozusagen etwas eingeleitet werden können. Wir wissen, es war vielleicht es hatte gewaltige ökologische Auswirkungen auf Fauna und Flora in der Ostsee. Hier ist keine einzige NGO, die sonst immer sehr rasch bei der Hand sind, tätig geworden. Also es sind viele Dinge, die einen stutzig machen. Und ich habe letztes Jahr schon den Vergleich genommen mit einem Agatha Christie-Roman. Also es sind viele Verdächtige im Raum. Wir bräuchten jetzt einen Hercule Poirot oder eine Miss Marple, die sozusagen unter den vielen Motiven das wesentliche Motiv herauskitzelt, um zu wissen, und wer was wirklich. Ja, und dann bleiben wir mal noch bei Seymour Hersh, denn er hat einen weiteren Bericht auf seinem
Substack veröffentlicht. Und da geht es darum, dass der Krieg in der Ukraine nun an einem Wendepunkt angelangt sei. Laut Hirsch gäbe es in US-amerikanischen Geheimdienstkreisen, die sich auf Erfahrungsberichte und technische Erkenntnisse stützen, nicht wenige, die glauben, dass die demoralisierte ukrainische Armee die Zuversicht aufgegeben hat, die stark verminten russischen Verteidigungslinien überwinden zu können oder den Krieg gar auf die Krim oder die vier nun zu Russland gehörenden Regionen zutragen. Der Geheimdienstmitarbeiter, mit dem Hirsch sprach, erklärte auch, dass er den Intellekt des russischen Präsidenten schätzt. Er halte aber nicht viel von dessen Entscheidung, in den Krieg gegen die Ukraine zu ziehen. Allerdings erklärte er gegenüber Hirsch auch, ich zitiere ihn einmal, der Krieg ist vorbei. Russland hat gewonnen. Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge aufrechterhalten. Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Armee meutern würde, wenn man ihr befehlen würde, die Offensive fortzusetzen. Die Soldaten sind nicht mehr bereit zu sterben, aber das passt nicht zu dem Blödsinn, den das Weiße Haus unter dem Präsidenten Joe Biden verzapft. Herr Domke Schulz, wie sehen Sie denn diese Einschätzung, die bei Sima Hirsch da veröffentlicht worden ist? Ist die ukrainische Offensive tatsächlich gescheitert? Na, von großen Erfolgen der ukrainischen Offensive kann man ja nicht sprechen. Es gibt ja so ein paar Geländegewinne im Süden, wobei die minimal sind, wenn man dagegen setzt, was für Truppenstärken, was für Militärtechnik da eingesetzt wurde, denn noch die massive Unterstützung durch die Aufklärungstätigkeit der NATO-Streitkräfte, vor allen Dingen auch der USA. Davon Erfolgen zu sprechen, ist schwierig. Die andere Seite, die da angesprochen wird, also mir ist diese Veröffentlichung auch bekannt, also wo darum geht, dass denn wahrscheinlich, wenn das erweitert werden sollte, wenn man nochmal eine neue Offensive starten will, nachdem die ja nicht sehr erfolgreich für die ukrainische Armee verlaufen ist und ihre NATO-Komplizen, dass da eine Meuterei stattfindet. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders hoch. Also die Stimmung schon. Es werden ja viele Leute rekrutiert, gerade auch aus russischsprachigen Gebieten. Das war ja gerade am Anfang der Fall. Jetzt gehen die da auch langsam aus, also wo man davon aussehen kann, dass die nicht gerade mit Begeisterung gegen die russische Armee kämpfen. Aber ich sehe da immer so ähnliche Parallelen wie auch in der letzten Etappe des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite. Also man hat ja noch bis zum Schluss um Reichstag gekämpft. Also das war einerseits aus ideologischen Gründen und andererseits auch durch die ganzen Standgerichte, durch die Feldpolizei. Also diese Nazi-Bataillone, die ja aus westlicher Sicht offiziell überhaupt nicht existieren. Und man redet, wenn überhaupt, nur von Azov, obwohl das ja 30, 40 so eine Bataillone sind. Das sind ja viel mehr, die gerade jetzt in den letzten Monaten oder seit Februar auch als eingesetzt wurden, als Sperrbataillone, ja, so war, glaube ich, dieser Begriff im Zweiten Weltkrieg, Sperreinheiten, die sagt, wenn jetzt Leute fliehen wollen, wenn die sich von der Front zurückziehen wollen, wenn die ihr Leben retten wollen, dann werden die einfach erschossen von diesen Leuten. Also insofern ist es für die, gerade im Mannschaftsbereich in der ukrainischen Armee, wenn die sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen nicht gegen unsere Brüder kämpfen, wir wollen uns ergeben, denn haben die Gewehre im Rücken. Also insofern ist es schwierig und von der Führung her, also wenn man das jetzt mal mit so Leuten wie Stauffenberg vergleichen will, von der Führung her sieht es auch sehr dünn aus, dass da in der Armeeführung Leute bereit wären, in der ukrainischen Armeeführung da so einen Putsch anzuzetteln oder eine Meuterei, weil denen blüht dasselbe und die sind in einer Minderheit. Also insofern ist die Stimmung, kann man bestätigen, dass die in großen Teilen gerade der russischsprachigen Militärunion, die da eingezogen wurden, dass da keine Begeisterung vorhanden ist, aber dass das zu einer Meuterei führt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Also insofern kann man sagen,
dass da sicher was dran ist, dass die Ukraine de facto, wenn man es wirtschaftlich, Infrastruktur, militärisch sieht, eigentlich schon längere Zeit besiegt ist, aber sie ist nicht geschlagen. Auch die Armee ist nicht geschlagen. Da gibt es noch etliche Reserven. Also insofern kann sich das noch eine ganze Weile hinziehen. Frau Kneißl, teilen Sie diese Einschätzung von unserem heutigen Gast, von Herrn Dumke-Schulz? Wenn ich aus jetzt sozusagen russisches Blickwinkel, weil ich habe mich im Sommer hier aufgehalten in einem kleinen Dorf und lebe jetzt in der alten Hauptstadt, bin im universitären Milieu unterwegs und lese online die deutsche, aber die englischsprachige Berichterstattung, zu der ich in Russland problemlos Zugang habe, nicht umgekehrterweise aus Deutschland russische Berichterstattung, aber ich lese das parallel sozusagen und zurück bleibt man eigentlich mit einer Verwirrung, ja. Also es steht Aussage gegen Aussage. Es sind so unterschiedliche Blickwinkel auf die Situation und wir haben keine Berichterstattung vergleichbar mit der letzten großen Kriegsberichterstattung, die meines Wissens nach im Vietnamkrieg Anfang der 1970er Jahre der Fall war. Damals hatten sie noch TV-Kameras, die wirklich an die Front gingen und den Vietnamkrieg, den verloren in gewisser Weise die USA aufgrund der Heimatfront und lernten daraus. Und ein Ergebnis des Vietnamkrieges und dieser und der Rolle der damaligen TV-Kameras war, fortan Kommunikationsabteilungen zu errichten. Das heißt, man gab dann den Redaktionen nur mehr häppchenweise und es war das Pentagon, das sozusagen die erste moderne Kommunikationsabteilung schuf und dann folgten alle Firmen dieser Welt im Zuge der 90er Jahre und Nuller Jahre und schufen ihre Pressesprecher. Also der erste richtige Pressesprecher in dieser Form, der moderne Pressesprecher, war der des Pentagons. Wir wissen aber nicht, was wirklich an der Front abläuft. Wir wissen, weder kennen wir die Stimmung, das, was wir alle wahrscheinlich so mitlesen und was dann auch wiederum wieder gekaut wird von der einen oder anderen Redaktion, sind Militärblogger. Nur diese Militärblogger sind doch auch weit ab vom Feld, ja, und wissen nicht, wie jetzt wirklich die Stimmung ist. Daher, ich getraue mir hier auch keine affirmative Einschätzung und sage, so oder so ist es. Aber eines ist meines Erachtens ein unumstößliches Faktum. Es ist die Tatsache, dass auf NATO-Seite und in sämtlichen Militärakademien dieser Welt, wenn ich mir das so sagen darf, ich habe selbst an einer Militärakademie jahrelang unterrichtet, und es war die Konstante, die Zeit der Panzerschlachten ist vorüber, es werden Militärs zu schnellen, flexiblen, schlanken Einheiten ausgebaut, die in Sondereinsätzen Geiseln befreien können, eine Regierung stürzen, aber maximal Einsätze, sage ich einmal, von überschaubaren Zeiträumen, ein paar Wochen, ja, weil sie dafür auch nicht den Nachschub haben. Das ist die Doktrin. Und ich war bei der Sicherheitskonferenz in Moskau im August und saß beim Mittagessen zwischen den Kommandanten der Militärakademie zweier großer südostasiatischer Staaten. Und die meinten, alles, was wir gelernt haben und was wir derzeit lehren, gehört an sich in den Abfalleimer der Geschichte, weil es stimmt nicht mehr. Ja? Genau dieser Zugang sieht man jetzt im Ukraine-Krieg, der stimmt nicht. Wir haben auf der einen Seite die russische Armee, die mit der Sorokin-Linie und allem, was dazu gehört, was sozusagen der Apparat macht, eine Doktrin, die viel mehr dem Ersten Weltkrieg entspricht, nämlich wie im Isonzo, wie in den Ardennen, Zermürbungskriege, Minenfelder und dann geht es um ein paar Meter dort, ein paar Kilometer zurück und vor, aber es ändert nichts Großartiges. Ja. Und daher, die ukrainische Armee wurde seit 2014 von diesen Trainern der NATO-Staaten, vor allem Großbritannien, die federführend sind in diesen Sondereinheiten und Special Forces, daraufhin trainiert, in kleinen beweglichen Einheiten zu agieren. Und damit können sie angesichts dieser Territorialsituation, ja,
hunderte Kilometer von Frontverlauf ist es sehr, sehr schwierig, das umzuwerfen, was von russischer Seite her aufgebaut wurde. Das heißt, ist der Krieg verloren? Wer hat gewonnen? Gewonnen in vielfacher Hinsicht. Ich getraue mir dazu noch keine Aussage. Ich darf nur darauf hinweisen, dass Außenminister Lavrov in den letzten Tagen nicht nur einmal gesagt hat, wir orientieren uns an dem, was von Brüssel und auch von Washington verkündet wurde. Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden und nicht jetzt diplomatisch gelöst. Ja, das ist, das heißt, die russische Seite beharrt und verhält sich dabei nicht anders als andere Armeen oder Regierungen das in den letzten Jahrhunderten und vor allem auch im 20. Jahrhundert gemacht haben, beharrt auf den fait accompli, auf den vollendeten Tatsachen, die auf dem Schlachtfeld existieren. Egal, ob es jetzt um zukünftige Territorialfragen geht oder auch um den weiteren Fortgang des Krieges. Das heißt, man ist auf russischer Seite nicht daran interessiert oder man zitiert, ich würde vielmehr sagen, man zitiert, ich zitiere Lavrov, der Borrell zitiert und darauf hinweist, vollendete Tatsachen auf dem Schlachtfeld. Übrigens ein Zitat auch von David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister Israels, 1949. Es war alles eine Frage des Schlachtfeldes und nicht eines UNO-Teilungsplanes. Das heißt, das Militärische wird hier letztendlich über die vollendeten Tatsachen eben den Tisch vorbereiten für hoffentlich auch zukünftige politische Verhandlungen. Ja, und lassen Sie uns auch nach Kanada schauen, denn dort kam es diese Woche zu einem handfesten Skandal. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte dort am vergangenen Freitag im kanadischen Parlament vor Würdenträgern und Parlamentariern eine Rede gehalten. Doch nicht nur er, auch der 98-jährige Jaroslav Hunka, der einst in der 14. SS Freiwilligen Infanteriedivision Galizien kämpfte, erhielt tosenden Applaus. Hunka wurde vorgestellt als ein ukrainisch-kanadischer Veteran des Zweiten Weltkrieges, der für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen gekämpft hat. Er ist ein ukrainischer Held, er ist ein kanadischer Held und wir danken ihm für seine Dienste. Ich danke Ihnen, sagte Anthony Rota, der Sprecher des kanadischen Parlaments. Dabei war er schon fast zu Tränen gerührt. Ja, und nachdem nun der Skandal ans Licht gekommen ist und die Öffentlichkeit sich zu Recht gefragt hat, was ein Nazi im kanadischen Parlament zu suchen habe, hat der Sprecher des kanadischen Parlaments als Konsequenz seinen Rücktritt verkündet und sich für die Einladung öffentlich entschuldigt. Auch der kanadische Präsident Justin Trudeau sah sich gezwungen, für den Auftritt zu entschuldigen. Herr Dunke-Schulz, wie haben Sie denn diese Posse verfolgt und wie erklären Sie sich, dass es überhaupt zu dieser Einladung kommen konnte? Ich denke, da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Also einmal so die ganz direkt pragmatische hängt ja damit zusammen, dass eine ganze große Anzahl von ukrainischen SS-Angehörigen nach Kriegsende 1945 oder auch nachdem so nach und nach die UPA da geschlagen wurde. Die Kämpfe zogen sich ja, ich glaube, bis 1955 etwa hin in der Ukraine zwischen dieser pro-faschistischen Aufstandswiderstandsarmee gegen die Rote Armee. Es haben ja nach und nach etliche Tausende ehemalige ukrainische SS-Angehörige ihre neue Heimat in Kanada gefunden und die auch politisch nicht gerade sehr einflussarm ist. Also insofern ist ja erstmal so diese direkte ukrainische Verbindung, diese Diaspora ukrainischer Faschisten in Kanada. Aber die andere Sache ist, wenn wir über Faschismus reden, da gibt's ja auch verschiedene Thesen. Also weil, was ja immer hier völlig vermieden wird in der öffentlichen Diskussion, man spricht von rechts und rechtsradikal, manchmal auch von faschistisch und in Deutschland hauptsächlich von national
sozialistisch, aber wird keine richtige Definition nacherreicht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, Faschismus so definiert, diese These gibt's ja, dass Faschismus ein Ausdruck ist oder eine Staatsform ist oder eine politische Form ist, wo ein Staat so agiert, dass die Eliten, dass die Interessen der Eliten quasi durch die Bündelung aller Staatsorgane bedient werden, ja, gegen die Interessen der Bevölkerung und auch gegen die Interessen des Auslandes, was man jetzt Lebensraum im Osten zum Beispiel war ja so eine Devise vom Dritten Reich, wo man sagt, da leben also die Untermenschen und die müssen wir unterwerfen, was ja im Prinzip ja nur eine ideologische Alimentierung ist, dass man sich Rohstoffquellen erschließen will, dass man sich billige Arbeitskräfte erschließen will, indem man Bevölkerung anderer Staaten unterwirft. Und um das alles durchzusetzen, natürlich auch gegen den Widerstand im eigenen Land kämpft durch diese Bündelung Justiz und so weiter, Polizei und so weiter, dem alles unterwirft, der damit diese Eliten immer reicher und mächtiger werden. Also wenn das so eine Art, sagen wir mal, eine Definition von Faschismus ist, die auch da über diesen Begriff Nationalsozialismus hier hinausgeht, das versucht man in Deutschland immer dazu auf Dritte Reich und Nationalsozialismus zu schieben, womit sich denn die Frage stellt, ja, was war denn der Faschismus in Argentinien, in Griechenland, in Spanien, in Portugal, da muss es ja Gemeinsamkeiten geben, ja, und nicht bloß immer auf diesen Nationalsozialismus im Dritten Reich beziehen. Und wenn man das jetzt auf die Gegenwart erweitern, wo man sagen, wo liegen denn die Interessen des Westens oder der Führungsschichten? Also es ist ja nicht unbedingt wieder die Bevölkerung, die dann dafür bluten muss mit Sozialabbau und so weiter, sondern es sind ja die Eliteninteressen, die da vertreten werden. Wie unterscheiden die sich denn, wenn man in die Jahrhunderte zurückblickt, Inquisition, Eroberung von Lateinamerika bis heute, Feindbild Russland, wo man schon in den 90er Jahren fast so weit war, sich diese Rohstoffvorräte, die Rohstoffreserven, die Rohstoffvorkommen in Russland unter den Nagel zu reißen. Was unterscheidet das denn von den wirtschaftlichen Zielen des deutschen Faschismus? Und wie positioniert sich da die kanadische Elite? Also wo, auf welcher Seite der Front verortet die sich da? Also insofern, ich denke, da gibt es sehr viele Parallelen zwischen der westlichen Innen- und Außenpolitik heute und dem Faschismus, wie er damals entstanden ist. Und insofern ist es aus meiner Sicht überhaupt keine Überraschung, wenn man denn einem frenetisch applaudiert, inklusive deutsche Botschafterin, der ja schon mal gegen den Erzfeind Russland gekämpft hat. Also ich sehe da jetzt eigentlich keine große Überraschung, eher ein Entlarvungsmoment. Ja, Frau Kneißl, entlarvend nennt es Herr Domke Schulz. Haben Sie den Skandal mitverfolgt und wie erklären Sie sich, dass es dazu kommen konnte, dass tatsächlich ein Nazi dort sprechen konnte? Die ersten 48 Stunden herrschte ja Schweigen im Walde. Es waren eher die Außenseite, die kleinen Medien, also die an sich sehr negativ besetzt sind von den Mainstream-Medien. Unser Eins beispielsweise, ja. Dort wurde das bereits am Tag selbst diskutiert. Es war eine gewisse Schockstarre, die überwunden werden musste. Letztendlich kam es ja dann auch sogar zu einer Art Entschuldigung des Premierministers Trudeau, die aber wirklich mehr als halbherzig war, weil natürlich wurde wiederum die Schleife gezogen zu Russland und also fast als Darstellung, als hätte Russland den eingeschleust. Ja. Also es war mehr als halbherzig, was dann folgte, sowohl auf medialer Ebene als auch innenpolitisch in Kanada. Es gab keinerlei Proteste, Stellungnahmen. Ich glaube auch nicht, dass sich die zitierte deutsche Botschafterin dazu dann wirklich geäußert hat. Also es war alles halbherzig. Das Bauernopfer war der Parlamentspräsident Rother, der zurückgetreten ist. Und ausgelöst oder verfolgt wurde das Ganze ja eigentlich dann letztendlich unter Anführungszeichen auch nur vom Simon-Wiesenthal-Zentrum beziehungsweise von dieser
extra Organisation Freunde des Simon Wiesenthal Zentrums. Also die haben sich dann dahinter das wirklich vorgeknüpft, ja. Ansonsten wäre, glaube ich, nicht sehr viel passiert. Also ich bin jetzt wieder bei dem juristischen Begriff von Amts wegen. Ja, es hätte ja auch eine kanadische Staatsanwaltschaft sagen können, Achtung, hier ist sozusagen Wiederbetätigung, hier haben wir einen Kriegsverbrecher. All das ist nichts passiert. Es war sozusagen jenes Zentrum, das Simon Wiesenthal gegründet hatte, um Kriegsverbrecher, die vor allem auf dem amerikanischen Kontinent Unterschlupf gefunden hatten, Nord wie Süd, juristisch zu verfolgen. Es ist für Kanada nichts Neues. Ich erinnere mich, in der Vergangenheit wurden immer wieder Kriegsverbrecher Auskunde gemacht, wiederum vom Simon Wiesenthal Zentrum, und die waren oftmals baltischer oder ukrainischer Abstammung und lebten in Kanada und waren zu dem Zeitpunkt, als man ihrer habhaft wurde, bereits weit über 70 und 80 Jahre alt, aber es kam dann da und dort zu Strafverfahren. Ich erinnere an Devanyuk, der, glaube ich, vor rund 20, 25 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, Balte, Kanada, KZ-Aufseher, selbst, also wurde dann strafrechtlich belangt, weil er also regelrecht an Massenerschießungen selbst mitgewirkt hatte. Daher, Kanada ist keine unbekannte Größe, immer wieder als Thema in diversen Kanälen taucht auch der Großvater von Cynthia Freeland auf, früher Außenministerin Kanadas. Ich glaube, sie ist jetzt stellvertretende Premier oder Finanzministerin. Auch ihre Familie sozusagen ukrainischer Abstammung soll hier sozusagen auch verwickelt gewesen sein. Das heißt, es überrascht zum einen nicht. Was Herr Domke-Schulz zuvor ausgeführt hat über Definition, Faschismus, Rechtsextremismus und so weiter und wo sind hier die Gemeinsamkeiten. Ich darf für meinen Teil hier vielleicht kurz anfügen, es gibt gewisse Konstanten in vielen Gesellschaften. Und wenn ich jetzt einmal dazu nehme, die deutsche und österreichische, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Geschichtswerdung. Und Karl Kraus mal gesagt hat, das Einzige, was die Österreicher von den Deutschen trennt, ist die deutsche Sprache. Aber es gibt dann noch sehr viel mehr. Aber es gibt auch eine tiefe alte Konfrontation mit allem, was sozusagen den Osten anbelangt. Das geht Mittelalter, Frage der, also der Staatwerdung des Heiligen Römischen Reiches, Sachsen-Schlechter, Thema Karl der Große und so weiter. Also es gibt hier viele Punkte in der sehr schwierigen deutschen Geschichte, die mit Österreich geteilt war über das Heilige Römische Reich eine sehr lange Zeit. Und es gibt gewisse Konstanten in dieser Konfrontation mit der slawischen Geschichte, wenn man sie sozusagen als eine gemeinsame slawische Geschichte sehen will, was natürlich auch wiederum überhaupt nicht korrekt ist, weil es auch hier sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichtsstränge gibt. Nur eines taucht schon immer wieder auf. Es ist eine tiefsitzende Verlogenheit da und ein Opportunismus, wie man bestimmte Geschichtswendungen für sich zu nützen weiß. Also die US-amerikanische Militärtechnologie hätte ohne die Köpfe, die man sich holte aus den NS-Apparaten an, Werner von Braun ist hier der am meisten zitierte, aber er war nicht alleine. Es gab viele Köpfe, die man identifizierte und suchte und für sich zu nutzen wusste. Ich darf vielleicht meine Ausführungen mit einem Zitat abschließen, für unsere Hörer eventuell von Interesse. Der britische Autor Robert Harris, ein Vielschreiber, hat mit einem Roman Furore gemacht. Ich glaube, er hat ihn vor über 20 Jahren veröffentlicht. Wäre im deutschsprachigen Raum ein No-Go gewesen. Der Titel ist Fatherland, also Vaterland. Harris selbst ist Historiker und schreibt seine Geschichtsromane teilweise fiktiv, teilweise mit historischen Fakten untermauert, also halbe. Und in Fatherland ist der Plot dieses Buches, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen,
Hitler ist am Leben, feiert seinen 70. Geburtstag in Berlin und der US-amerikanische Präsident Joseph Kennedy, der Vater von John F. Kennedy, ein bekennender Nationalsozialist, wenn man so will, hatte mit Hitler auch eine Korrespondenz, fliegt nach Berlin im Jahr 1962, glaube ich, und feiert den 70. Geburtstag von Hitler. Und das ist der Plot dieses Buches. Hochinteressant, das ist ein Krimi. Und dieses Buch fällt mir ein, angesichts all dessen, was sich hier jetzt auch wieder abspielt. Ja, also es gibt gewisse Konstanten, die da sind. Wir hatten eine hohe Zustimmung zum Nationalsozialismus im britischen Adel, in der britischen Upper Middle Class. Das waren nicht nur die Middleton-Schwestern, die für Hitler schwärmten. Und es gab in Nordamerika einen tiefsitzenden Antisemitismus. Man wollte keine weiteren Juden sozusagen hereinlassen. Und das war nicht nur ein Schuss, es waren nicht nur die Kennedys sozusagen, die das teilten in den 30er Jahren, sondern da spitzt sich einfach vieles wiederum neu zusammen. Und in diesem Buch Fatherland macht Harris eine ganz interessante Exkursion und schlägt die Brücke sozusagen zwischen den 30er Jahren und den 1960er Jahren, indem er als Szenario darlegt, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wäre ja möglich gewesen, ja. Und wie wären dann die US-Amerikaner, wie wären die Briten damit umgegangen? Ja, dann vielen Dank mal zunächst für die spannenden Ausführungen, Frau Kneißl. Und lassen Sie uns auch jetzt noch ein wenig mit dem Konflikt in Bergkarabach beschäftigen, denn die Behörden haben vor Ort am Donnerstagmorgen die Auflösung der selbsternannten Republik angekündigt. Der dortige Präsident unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Die Republik Bergkarabach wird ab dem nächsten Jahr nicht mehr existieren. Alle staatlichen Institutionen und Organisationen, die deren Ressorts unterstellt sind, sind bis zum 1. Januar 2024 aufzulösen und die Republik Bergkarabach hört auf zu existieren, heißt es in dem Dokument. Die Entscheidung sei im Zusammenhang mit der derzeit schwierigen militärisch-politischen Lage getroffen worden, um die physische Sicherheit und lebenswichtige Interessen der Bevölkerung sicherzustellen und die Vereinbarungen mit Aserbaidschan, die durch Vermittlung russischer Friedenstruppen erreicht wurden, zu berücksichtigen. Ja, Herr Domke-Schulz, ist der Konflikt damit jetzt vom Tisch? Von welcher Seite man das betrachtet? Also aus aserbaidschanischer Sicht scheint er ja so, ist zumindest diese Selbstdarstellung so mehr oder weniger gelöst zu sein. Die territoriale Integrität ist wiederhergestellt, also alles ist fein. Wenn ich mir gerade so aus diesem patriotischen Bereich in Russland die Blogger-Meinung dazu ansehe oder lese, da werden Vergleiche gezogen mit der Ukraine 2014 und dem Donbass. Also, dass man sagt, das, was jetzt in Bergkarabach passiert, man muss ja sehen, die Aserbaidschaner ist eine andere Volksgruppe als die Armenier. Die Aserbaidschaner sind hauptsächlich muslimisch, die Armenier ist eine überwiegend christliche Bevölkerung. Ne? Also auf diesen Unterschied wird ja immer im Prinzip ja überhaupt nicht eingegangen. Also habe ich noch nicht so gelesen, auch nicht in den westlichen und deutschen Massenmedien. Ja, dass es ja auch einen religiösen Unterschied gibt und nicht nur einen ethnischen. Da wird also in diesen patriotischen Kreisen in Russland die Meinung vertreten, genau das wäre dem Donbass passiert, wenn die ukrainische Putschisten-Militär dort einmarschiert wäre, die ja sehr nationalistisch ausgerichtet ist, was man ja im Westen auch nicht wahrhaben will und geflissentlich unter den Teppich kehrt. Also Ukraine über alles, die Ukrainer über alles. Da werden ja quasi die Russen als Untermenschen bezeichnet, als der gängige Begriff ist Kartoffelkäfer, also die Kartoffelkäfer, die russischen Kartoffelkäfer, die man sozusagen vernichten und vertreiben muss. Und da wird im Prinzip als Kommentar jetzt
gesagt, dass dem Donbass das Gleiche geblüht hätte, dass man dort sozusagen ethnische Säuberung und einen Bevölkerungsaustausch vorgenommen hätte. Und das ist ja im Prinzip das, was jetzt im Bergkarabach passiert. Das heißt, so nach neuesten Zahlen ist ja etwa schon die Hälfte der Bevölkerung von dieser armenischen Republik, die ja im Westen nicht anerkannt war, im Gegensatz zum Kosovo, schon geflohen. Ja, dieser Latschin-Korridor, der diese Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien ist, vollgestopft mit Fahrzeugen. Das heißt, es findet eine Entvölkerung dieses Gebiets durch die Armenier statt. Das heißt, da werden ja dann die Aserbaidschaner nachrücken. Irgendwann wird man das ethnisch bereinigt haben. Ich hoffe, dass es nicht zu Massakern kommt. Das weiß man ja auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, denke ich. Aber die ukrainische Seite vertritt ja immer die Ansicht, dass die russischen oder die sich als russisch empfindenden Gebiete in der Ukraine, dass die ukrainisiert werden sollen. Also diese Tendenz sehe ich im Moment auch, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die recht hoch ist, dass man also dieses christlich-armenische Gebiet aserbaidschanisieren wollen wird. Ja. Und insofern, ob man da von einer Lösung sprechen kann, wenn denn die Bevölkerung ihr heimatliches Territorium verlassen hat, ja, aus aserbaidschanischer Sicht mag das eine Lösung sein, aus armenischer oder zumindest aus der Sicht der, das ist ja noch eine Trennung zwischen Armenien und Bergkarabach, also gerade auch die politische Trennung ist ja da. Armenien hat ja selbst Bergkarabach ja nie offiziell anerkannt. Ich denke, aus armenischer Sicht oder aus der Sicht der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach ist das, glaube ich, keine Lösung. Mhm. Frau Kneißl, ich vermute, Sie haben es auch mitverfolgt. Wie schätzen Sie denn diese Entwicklung da ein und teilen Sie die Einschätzung unseres heutigen Gastes? Ja, ich teile sie, und dieser schwer durchschaubare Konflikt um Bergkarabach, vor allem wenn man jetzt sich in die Schuhe unserer Hörer versetzt, es ist ein Konflikt, den vielleicht eher Insider mitverfolgt haben über die letzten 30 Jahre. Aber um es auf den Punkt zu bringen, er war 30 Jahre lang einer der vielen eingefrorenen Konflikte, die wir in den Nachfolgerepubliken der zerfallenden Sowjetunion haben. Damals ging es um Verschiebung von Grenzen, Anspruch auf historisch-armenische Gebiete und der eben von Herrn Donke Schulz geschilderte Aufeinanderprall, auch in religiöser Hinsicht, aber auch alte historische Territorialforderungen. Also ein äußerst undurchschaubarer, komplizierter Konflikt, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, lange beschäftigte und vielleicht auch noch beschäftigen wird, solange es die OSZE noch geben kann. Aber gelöst ist damit natürlich nichts, weil er ist zwar jetzt nicht mehr eingefroren, er ist vollkommen ausgebrochen und auch nicht jetzt im Jahr 2023. Wir hatten die letzte größere militärische Auseinandersetzung im Jahr 2020. Was ich vielmehr fürchte, ist, dass sich dieser Konflikt für Armenien in seiner Gesamtheit, also weg jetzt von dieser armenischen Enklave, Exklave, wie immer man es sehen will, zu einer größeren Problematik im Südkaukasus, im Kaukasus noch entwickeln könnte. Armenien ist, wenn man es ganz pauschal sagen will, von der politischen Gesamtstimmung her eher pro-russisch ausgerichtet. Ja. Wir haben aber zeitgleich, ich glaube, ich habe es letzten Sonntag auch schon ein wenig dargestellt, eine mittlerweile sehr groß gewordene russische Diaspora, die im Jahr 2022 gekommen ist, die sehr, sehr viel Geld mitgebracht hat und die beispielsweise gegen die russische Regierung regelmäßig demonstriert, was der armenischen Bevölkerung jetzt nicht ganz so recht ist, weil sie die Dinge anders sehen. Wir haben eine gewaltige Investition auf militärischer und diplomatischer Ebene seitens Washingtons laufen, um sozusagen Armenien mehr an die eigene Brust zu holen. Wir haben zeitgleich den Iran, der Armenien auch instrumentalisiert für sich, aber der auch hinter Armenien aus verschiedensten Gründen steht und nicht mit den schiitischen Aseris sozusagen zusammen ist. Das ist ja auch eine ganz interessante
politische Tatsache. Also Armenien ist nicht Subjekt, sondern ist Objekt verschiedenster Interessen, die weit über das Regionale hinausgehen, weil eben auch die USA, weil Russland und weil der Iran hier Interessen haben und das Land sehr wohl für sich instrumentalisieren. Die innenpolitische Situation ist im Moment auch eine sehr konfuse. Ich bin mit armenischen Freunden in Jerewan immer wieder in losem Kontakt. Ich kenne das Land ein wenig, habe es bereist, jenseits der Hauptstadt. Und da herrscht, würde ich sagen, eine Verzweiflung, eine Verwirrung, wie es nun weitergeht. Weil wie Premierminister Pashinyan sich nun ausrichtet, ob er, ich sage jetzt mal beispielsweise, ist eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen würde, sich nun auch voll und ganz an den Russland-Sanktionen beteiligen könnte, aufgrund von US-Druck, von EU-Druck vor allem auch. Ja, die EU hier sehr, sehr stark dahinter. Das hätte dann zur Folge, dass beispielsweise die bisherigen Verkehrsverbindungen nach Russland, die auch über den Flughafen Jerewan sehr gut funktionieren, günstiger sind als die Flugverbindungen über Istanbul und von vielen genutzt werden, vielleicht aufhören. Ja, wir haben, als Olaf Scholz Kasachstan vor einigen Tagen besuchte, gab es auch die Ankündigung des kasachischen Präsidenten, dass sich Kasachstan umfänglich an den Russland-Sanktionen beteiligen möchte, was auch Folgen haben könnte, ja, für Nachschublieferungen, Software, für die Automobilindustrie und so weiter. Also es sind hier Bewegungen im Gange, die weit über diese Problematik der Tragödie für die Menschen in Karabach, in Armenien hinausgehen. Und das heißt, was in Jerewan nun weiter politisch passiert, in diesem Spagatakt zwischen den vielen Akteuren, die sich für Armenien interessieren, wird relevant bleiben. Es ist eine menschliche Tragödie, es ist eine geopolitische, sehr, sehr knifflige Situation. Die russische Position der letzten Wochen war die, wir nehmen zur Kenntnis, dass die armenische Regierung auf Karabach verzichtet hat. Das alles ging ja auch nicht ohne Opfer, die auf russischer Seite erfolgten. Also es gibt Einheiten der russischen Armee, die als Pufferzone und Waffenstillstandsmonitore hier im Einsatz waren und sind eigentlich auch noch. Sie werden jetzt wahrscheinlich abgezogen werden, aber rund um diese Kämpfe vor zwei Wochen kam es auch zu einem Anschlag auf einen russischen Konvoi von diesen Waffenstillstandsmonitoren. Also Russland hat sich diplomatisch sehr, sehr stark eingebracht in diesen Konflikt über die letzten 20 Jahre. Und russische Soldaten haben auch einen Blutzoll dafür gezahlt. Also es hat Folgen, Verzweigungen für sehr viele Beteiligte. Und ich glaube, wir werden über Armenien bedauerlicherweise in unserem Podcast immer wieder noch zu sprechen kommen, weil die Geschichte hört damit jetzt nicht auf. Ja, und wir müssen auch noch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts über den Niger zu sprechen kommen, denn Frankreich hat dort nun nach dem erfolgreichen Putsch angekündigt, sein Militär und seine Diplomaten abzuziehen. Das teilte der französische Präsident Macron letzten Sonntag mit. Bis Ende des Jahres werden die rund 1500 Soldaten das Land verlassen. Der französische Stützpunkt in Niger war einer der größten in der Sahelzone. Und wenn der Abzug dann abgeschlossen ist, werden nur noch rund einige Dutzend französischer Soldaten in Tschad verbleiben. Frankreich hat beschlossen, seinen Botschafter abzuziehen. In den nächsten Stunden werden unsere Botschafter und mehrere Diplomaten nach Frankreich zurückkehren. Das sagte Macron dem Fernsehsender France 2. Er führte weiter aus, und wir werden unsere militärische Zusammenarbeit mit den nigrischen Behörden beenden, fuhr er fort und kündigte dabei an, dass auch die französischen Truppen in den kommenden Monaten nach Hause zurückkehren würden. Herr Domke-Schulz, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was sind Ihre Gedanken dazu? Über diese Entwicklung wird ja schon
seit geraumer Zeit diskutiert und da tauchen ja auch immer wieder diese Thesen auf, dass quasi die USA versucht jetzt diesen Einflussbereich, der hauptsächlich unter französischem Einfluss stand, also dieses ehemalige französische Kolonialgebiet in Westafrika, so quasi unter eigenen Einfluss zu bringen, also das abzulösen, sozusagen Frankreich abzulösen und der USA als Einflussmacht da zu etablieren. Also man kann ja nur hoffen, dass Niger nicht versucht, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Also offenbar gibt es ja jetzt ein Einlenken Frankreichs. Die merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen und auch militärisch nicht allzu viel Möglichkeiten da sind, einen Krieg dort anzufangen jetzt mit französischem Militär. Ich glaube, das würde auch international, national und so weiter nicht allzu gut kommen. Also da rechnet man sich offenbar nur doch nicht allzu viel Chancen aus. Das stand ja mal ein bisschen auf der Kippe, weil man nicht wusste, ob Frankreich militärisch einschreiten wird oder nicht. Und wenn man jetzt im Gegensatz dazu hört, die Franzosen ziehen ab, aber die Amerikaner, die ja da einen Drohnenstützpunkt auch betreiben in Niger, die nehmen ihre Einsätze wieder auf. Also die verhalten sich so, als wäre nichts passiert, haben ja auch nie riesig protestiert gegen den Putsch, gleich ihre politischen Abgesandten dorthin geschickt, um Verbindungen mit der Putschregierung aufzunehmen. Also insofern liegt das ein bisschen mit gemischten Gefühlen, dass man eigentlich nur hoffen kann, dass man da nicht in die amerikanische Falle tappt, weil das Problem ist ja, das betrifft ja genauso auch Armenien, Georgien, andere Länder, also oder hauptsächlich eben auch Moldawien, dass die USA, so wird ja auch in verschiedenen Kreisen diskutiert, dass sie merken, man kann jetzt da in der Ukraine nicht auf Sieg setzen, also muss man versuchen, irgendwie auszuweichen, sich andere Felder zu erschließen, einerseits um die Hegemonialmacht, soweit es geht, so weiter noch was übrig ist, zu erhalten und andererseits auch Russland auf verschiedensten Ebenen zu schaden. Da spielt jetzt ihre neue Armenien-Politik sicher auch eine Rolle. Und in dem Fall eben auch Niger. Also diese Gefahr sehe ich da ein bisschen, dass diese Ausweisung und diese Ablehnung der französischen Truppen und des französischen Botschafters sich von der nigrischen Seite nicht auf die amerikanische Seite erweitert hat, ja. Also da hört man nicht allzu viel, da gibt es nicht allzu viel Bewegung in dieser Richtung. Also bin da sehr gespannt, wie da die Entwicklung geht. Nicht, dass die eine quasi Kolonialmacht von der anderen abgelöst wird. Schauen wir mal, wie die Entwicklung da weitergeht. Frau Kneißl, vielleicht abschließend noch Ihre Gedanken dazu. Das französische Kolonialreich hat sich meines Erachtens viel langsamer und mit viel mehr Hiccups aufgelöst als das britische Kolonialreich. Also das britische Kolonialreich zerbrach regelrecht mit der Unabhängigkeit Indiens in den 1946 bis 1949, grauenhafter Krieg damals, Grenzkonflikt, Millionen Tote. Das alles hing mit britischen Grenzziehungen zusammen. Es ging dann Schlag auf Schlag auf dem afrikanischen Kontinent. Die Briten schufen den Commonwealth of Nations, um sozusagen eine Art Nachfolgeorganisation für diese enge Zusammenarbeit zwischen ihren ehemaligen Kolonien und dem Mutterland zu schaffen. Anders Frankreich. Frankreich bezeichnete den Algerienkrieg bis in die jüngste Vergangenheit nicht als Krieg, sondern als Evenement, als die Vorfälle. Auch über 1 Million Tote in 1950er Jahren, 1961 Waffenstillstand. Charles de Gaulle gelang es damals sozusagen, dieses Problem unter Anführungszeichen zu lösen, zu befrieden. Frankreich hat in seinen ehemaligen Kolonien über die Frankophonie, Sprache, über die Währungsanbindung, also den Franc français, weiterhin eine Rolle gehabt, ja, und spielt es bis heute mit großen Militärbasen. Also in einem Land wie Niger unterhielt Frankreich bis jetzt 1700 Soldaten. Das ist ja nicht wenig. Ja? Und
das französische sozusagen Kolonialwirken löst sich hier jetzt in einer weiteren Etappe auf. Also es ist eine Etappe von vielen, aber das Jahr 2023 wird in der französischen Geschichtsschreibung mit Blick auf La France-Afrique, also das hat in Frankreich ein ganz eigenes Gewicht, ja, also diese nahe Beziehung zu Afrika, dem riesigen Kontinent, aber natürlich vor allem zum frankophonen Afrika, Nordwestafrika. Das wird, glaube ich, retrospektiv als eine Zäsur zu sehen sein, weil es ist ja nicht nur Niger. Niger ist ein weiteres Kapitel. Es reiht sich in den Zusammenhang mit Mali und Burkina Faso. Da tut sich im Moment einiges, aber natürlich ist es völlig unklar und ich getraue mir hier auch keine Aussicht, wie es nun weitergehen wird, ob es den neuen Militär, Juntas, Regierungen, wie immer man sie jetzt nennen will, gelingen kann, sich neu zu etablieren, weil es geht ja vor allem auch um die Lösung der vielen terroristischen Verbände, die in der Region kursieren, die übrigens ein Ergebnis unter anderem, nicht ausschließlich, aber zu einem weiten Teil auch der französischen Intervention in Libyen sind. Also Frankreich machte 2011 hier den wesentlichen ersten Schritt und zog andere mit hinein, unter anderem die USA. Nolens volens gingen die mit, hatten aber nicht so richtig das Herz dabei. Und Frankreich hat doch die Tendenz, kommt immer wieder auch auf die jeweilige Führung an, doch auf ihrem Afrika-Kontinent gewisse Aktionen zu setzen. Und wie diese Afrika-Politik, die immer vom Élysée gemacht wird, ja, das ist nicht das Außenministerium Quai d'Orsay, Afrika-Dossier gehört dem Präsidenten, das ist sozusagen Chefsache. Wie man damit umgehen wird, wird man sehen. Aber soweit ich ein wenig die französischen Medien verfolge, also ich höre in der Früh, so sehr es sich zeitlich ausgeht, France Inter, France Culture, und da ist es ein großes Thema. Mhm. Frau Kneißl, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals für diesen weiteren sehr spannenden Podcast auch hier heute und auch bei Ihnen, Herr Domke-Schulz. Schön, dass Sie hier heute unser Gast waren. Es war wirklich eine sehr spannende Runde, hat mir sehr viel Freude gemacht und jetzt wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Genießen Sie den Tag. Danke, gleichfalls. Vielen Dank, lieber Flavio Mitzleben. Vielen Dank auch an Sie, Herr Domke-Schulz, und einen schönen Sonntag unseren Hörern. Ja, und auch von mir an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.